So, hier waren wir fertig. Und jetzt gucke ich mal, ob wir hier rauskommen. Ja, das sieht auch gut aus. Und dann brauche ich die noch Blumen. Nö. Und dann machen wir weiter. Ich glaube, wir wollen jetzt die Lebers. Mehrere Leberorgane von Hirschen holen. Lebern, eine Leber, viele Lebern, Lebers, Leberers, Leberi. So. Erstmal hier hin. Schadet nie. Wo sind jetzt die Leberer? Das mache ich nur so zum Auflockern. Ich krieg's ja eh nicht, bis ich wieder eine Spur gefunden habe. Irgendwo muss es doch mal hier blinken. Oh. So. Da ist eine Kiste. Aber wir holen uns erstmal das Reh, sonst verliere ich die Orientierung. Ich habe auf jeden Fall gerade irgendwie ein Fertigungs. Ach so, das war schon ein Hirsch. Na klar, Idiot. Natürlich war das ein Hirsch. Wir wollen ja Hirschleber. Dietrich, Dietrich, Dietrich! Ja, ich weiß. Cool. Jetzt kann ich sie endlich alle aufmachen. Gucken wir doch mal, wer hier noch so drin ist. Hallo? Hallo? Sie sind zurück. Gut. Dann können Sie uns helfen. Okay. Wo ist das Problem? Ich habe im ganzen Tal Krieger verteilt. Gestern Nacht wurden zwei meiner tapfersten Leute gefangen. Ich glaube, dass sie noch leben. Ein Dritter konnte entkommen. Hat mir erzählt, dass man sie unter den Bahnhof gebracht hat. Er sah, wie man sie im Käfige steckte, bevor er fliehen konnte. Ich habe noch ein Dutzend Krieger im Tal und muss hier bleiben, um ihre Angriffe zu koordinieren. Aber sie, ich habe gesehen, was sie können. Und ich muss sie um Hilfe bitten. Okay. Ja, natürlich. Die Pechvögel. Sie kannten das Risiko und sind bereit, für unsere Sache zu sterben. Aber das kann ich nicht zulassen. Aber erstmal brauchen wir noch eine Leber. Eine brauche ich noch. Da hinten. Ja, ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet. Man hört's, oder? Also manchmal schniefe ich so vor mich hin. Ich liebe dieses Open-World-Gefühl,
Ich sag das voll oft, ne? Weil mir das so gefehlt hat beim ersten Lara Croft. Beim ersten Tomb Raider. Heißt es Tomb oder Tomb Raider? Ich habe keine Ahnung. Tomb, oder? Tomb ist das Grab. Ja, das hat mir total gefehlt beim ersten Teil, aber der war ja auch schon alt. Und jetzt ist dieser hier, der ist so toll und das gefällt mir so. Deswegen sage ich das so oft. Nein! Oh! Es ist kalt. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hilfe! Ich will hier nicht sterben. Kann ich hier klettern? Nee. Das ist ja doof. Wenn ich hier nämlich lange drin bleibe, sterbe ich. Das habe ich ja schon ausprobiert. Aber wo komme ich denn hier wieder raus? Hier komme ich auch nicht raus, glaube ich. Nö. Also das ist ja vielleicht doof. Jetzt komme ich hier nicht gegen die Strömung an, oder? Doch, aber nur sehr langsam. Oh, es ist ja ätzend. Naja, wird uns wenigstens warm. Aber sag mal, wieso bin ich denn da runtergefallen? Ich sehe da gerade so einen anderen da oben, was zum Befestigen. Okay, versuchen wir es nochmal. So. Nein. Okay. Hab ich. Hey, eine Höhle. Okay. Wollen wir da mal reingehen? Och, nicht schon wieder. Eiskalt. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Sprengladung. Ich habe nur so Gift oder sowas. Also ich habe keine Sprengladung. Och, nicht schon wieder. Ich falle immer ins Wasser. Irgendwie so seitlich springen müssen oder was? Tja, oder einfach nicht in die falsche Richtung schwimmen. Kann ich eigentlich auch schneller klettern? Das konnte ich in dem anderen Tomb Raider. Als Fertigkeit, da konnte ich dann schneller am Seil rumhangeln. Na dann. Das war knapp.
Ist nicht so einfach. Nicht lang schnacken. Wo bin ich denn hier? Wer ist er denn? Hallo? Ach, er ist tot. Ist ja unschön. Da sollen wir jetzt rein, ja? Ist ja toll. Ich habe auch erst eine Hirschleber. Die hätte ich essen können. Das ist wieder mein Dietrich. Leer. Toll. Wahnsinn. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ein Gulag-Ausweis von einem Gefangenen. Tja. Wie sollen wir denn da hinkommen? Aha. Wieso habe ich eigentlich schon wieder diesen Bogen, den ich nicht mag? Ach, ich krieg das Viech sowieso nicht, ey. Höchstens mit der Schrotflinte.
Okay, was ist hier los? Wieso kann ich hier nirgendwo hin? Wohin soll ich denn zielen? Irgendeine Idee? Hier gibt's doch nirgendwo was zum Abwackeln. Das da ist doch nur Sonne, oder? Jetzt verliere ich die Lampe, ne? Okay, nee, dann ist es nicht der Weg. Dieser Schock. Igitt. Ah, guck an. Psst. Hey, hier drüben. Ist okay. Hallo. Ich werde sie herausholen. Hallo? Hopp, hopp. Weg mit euch. Okay, Entdeckung bleiben und weiter. Wir verdanken Ihnen unser Leben. So, okay. Zum General zurück. Schnell, schnell. Ein Glück, dass Sie zu uns halten. Vielen Dank. Wieso springt sie denn immer hoch? Also jetzt reicht's aber. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Wir kennen dieses Land, aber wir sind jedes Jahr weniger. Wie kam ich hier noch raus? Nee, da kam ich ja gar nicht nirgendwo hin. Bin gerade verwirrt. Hier kam ich doch auch nicht raus. Nee. Ich bin doch von da. Ach ja. Oder auch nicht. Da. Ach, Lara, ein bisschen weiter nach links, komm. Wohin muss ich? Auf die andere Seite, okay. Okay.
So, wir brauchen noch einen Hirsch. Sie gefunden? Yep. Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird ihnen helfen. Neue Ausrüstung. Cool. Ja, finde ich gut. Wo kriegen wir jetzt einen Hirsch her? Das könnte er mir sagen. Damit würde er mir helfen. Ja, kurz habe ich auch gedacht, ich wäre in den Tod gesprungen. So, da ist mein... Hahaha, wieder was für mein Dietrich. Auch leer. Ja, aber das mit den Gräbern kann ich immer noch nicht machen. So, wo kriege ich denn jetzt nochmal einen Hirsch her? Mal, da sind Wölfe. So, wartet mal, ich kann ja jetzt so Sprengstoff bauen. Warum stirbst du nicht? So, da war doch noch einer. War zu blöd. Guck mal, die haben hier nur Knochen gegessen. Ah. Ich habe sie gefunden. Wir haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es diese Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist, aber ich weiß nicht, ob man sie gefallen. Begebe mich in Deckung. Ja! Lass es uns bilden! Okay, ich brauche keine Rehe mehr. Auf zum Ziegenkopf.
Eichhörnchen heißen auf Englisch Squirrel. Squirrel. Wie oft ich das geübt habe. Squirrel. Das ist ein niedliches Wort, ne? Squirrel. Tja, gehe ich da jetzt rein? Squirrel. 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 Ich habe irgendwas abgeschlossen. Ist doch schön. Cool. Bald haben wir eine MP, was auch immer das ist. Maschinenpistole, nehme ich an. Gut. Squirrel. Wo bin ich? Da. Also meine Orientierung ist lausig. Lausig. Ich brauche keine Bambis mehr. Braucht keine Angst haben. Wisst ihr, worauf ich im Moment total stehe? Jetzt sagt ihr bestimmt gleich alle, ich stehe total auf Harzer Käse. Ja, ich weiß, Harzer Käse ist der Teufel. Er stinkt wirklich abartig und ich glaube, ich könnte auch niemand... Oh, fuck. Ich bin tot. Oh Gott. Ich habe mich versprungen. Dabei wollte ich euch doch vom Harzer Käse erzählen. Nein, wo bin ich jetzt? Okay, nochmal. Also, was ich sagen wollte ist, Harzer Käse ist der Teufel. Keine Frage. Und ich glaube, ich könnte auch wirklich niemanden in meiner Nähe ertragen, der Harzer Käse isst. Aber ich mag total gerne selber welchen essen. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Vergnügen, dass man sich alleine gönnen sollte. Guck mal, ich speichere mal schnell. Ja, Harzer Käse ist schon nur was für die Harten. Finde ich nicht so schlecht, aber exotische Tiere finde ich auch nicht schlecht. Lass uns mal das verbuchen. Ah, das ist nicht so schlecht. Okay. Gut. Ich lese hier so vor mich hin. Ihr lest bestimmt mit, ne? Oder soll ich euch das vorlesen? Ledergurt, der die Menge der mitgeführten Schrotpatronen... Oh ja, das ist genau unser Ding, ne? Schrotpatronen. Schon erledigt. Entscheidung ist schon gefallen. Ich brauche immer Schrotpatronen. Schrotpatronen, auch ein schönes Wort. So, was haben wir denn hier Neues? Wieso
Ach so, hier. Halbautomatische Pistole. Ja, finde ich gut. Großes Magazin. Okay. So. Derartig ausgerüstet. Also solange ich nicht wieder irgendwo in den Tod springe. Wo ist denn jetzt der Bock? Da. Okay. Ja, zurück zum Harzer Käse. Also ich stehe total auf Harzer Käse, vor allem so mit Obst. Aber ich kann verstehen, wenn ihr jetzt alle i schreit und den Augen rollt und mich entabonniert. Was ist das denn? Kann ich das kaputt machen? Kann ich es abfackeln? Nee, da kann ich von der anderen Seite dran ziehen. Okay. Geht das auch auf kurze Distanz eigentlich? Wahrscheinlich nicht. Doch, geht. Hey, ich habe alles. Übrigens habe ich fast genauso einen Schrank bei meinem Pony stehen. Das sind so alte Armeeschränke. Die benutzen wir. Oh! Auch. Ich bin einfach mal dran vorbeigerannt, ne? Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Guck mal da draußen, Stalin. Ich habe eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind Sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest an ihnen vorbeischleichen, aber es ist vermutlich zu spät. Schleichen, wer will denn schleichen? Verdammt. Wow, was? Wo ist denn der Spaß beim Schleichen? Tja, ich bewege mich nicht. Da müsst ihr euch schon bewegen. Beziehungsweise, ich bewege mich doch. Kuckuck. Oh. Ach, das ist wieder diese langsame Knarre, die immer nachladen muss. Hm. Nein, du bist tot. Ich hole mir mal neue Munition. Okay. Ach komm. No risk, no fun. Keine Ahnung, wo die sitzen. Wo sind die denn? Das ist doch ätzend. Wieso sehe ich die denn nicht? Versteckung!
links von mir. Magazin leer, ey. Ehrlich gesagt kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich doch bin. Ich versuche immer noch rauszukriegen. Was sind das für Glitzerpunkte da oben? Ja, klar, wo der ist, natürlich, aber wie ich das da, da oben, wie kriege ich denn das runtergeschossen? Das Glitzernde da. Seht ihr das? Was brauche ich denn dafür? Feuermunition? Ach so, warte, falscher Pfeil. So. Ja, das könnte funktionieren. Nee. Tut's aber nicht. Doch. Nee. Enttäuschend. Okay. Na egal. Tja. Auch nicht. Was könnte ich denn da? Okay. Na gut, jetzt muss ich mir mal irgendwie hier diese anderen beiden oder diesen einen zumindest schnappen. Autsch. So, jetzt habe ich aber auch mal gesehen, wo der ist. Jetzt muss ich es nur überleben. Hey, da ist ein Grab. Da ist ein Grab und ich kann doch jetzt auch bestimmt mehr machen. So, erstmal muss ich den Typ hier oben loswerden, ne? Sind wir uns ja einig. Wie war denn das noch? Och nö, Lara, komm. Hier rauf. Ah, ich weiß es wieder. So, mein Freund. Jetzt reicht's auch. So, wo ist jetzt der letzte?
keine Munition mehr. Mann, das hat aber gedauert. Da will ich eigentlich hin. Wie komme ich denn da hin? Ja, nee, da bin ich. Komme ich nicht hin. Okay. So, das habe ich noch nicht gelöst. Und in dieses Grab komme ich ja auch immer noch nicht rein. Sprengladung habe ich nicht. Aber ich kann mir welche bauen. Aber wie? Wo finde ich jetzt einen Kanister? Ich will mich ja auch nicht schon wieder verzetteln. Wo ist denn meine Komplizin? Speicher mal eben. Auch schon wieder ein Fertigkeitspunkt. Igitt. Ah, das finde ich gut. Ihre Überlebensinstinkte zeigen alles auch durch Mauern hindurch. Ja, das wollen wir, ne? Das finde ich sehr gut. Das liegt mir mehr. Und wo ich schon mal hier bin, können wir uns auch eigentlich gleich mal ein anderes Gewehr nehmen, weil das nervt mich hier, das, was ich hier habe. Gewehre, Goldfang, Sturmgewehr. Wir versuchen mal das. Es ist nicht ganz so zickig wie das andere. Das andere ist immer so langsam. So, nu. Jetzt. Jetzt laufe ich hier so rum. Ich habe mir übrigens den Film Ready Player One angeguckt. Kennt ihr das Buch? Das Buch ist ganz gut. Und den Film fand ich so, geht so. Es hat unglaublich viel vereinfacht. Unglaublich viel weggelassen. Aber es war trotzdem ein total guter Film, den man sich gut angucken kann. Tja, jetzt bin ich hier schon echt eine Weile rumgerannt. Hatte irgendwie gehofft, dass ich vielleicht noch eine Bombe treffe.
Ich hatte irgendwo, habe ich hier einen Kanister rumstehen sehen, aber wo war der? Okay, nee. Gut, hauen wir hier ab. Guck mal auf die Karte. Ah, guck mal, das ist ja da hinten am Arsch. Da. Das ist jetzt wieder unsere Mission. Noch mal eben gucken. Untersuchen Sie das gottlose Tal. Achso, ja, natürlich. Das war, deswegen war ich ja hier mit dem ganzen Gift, ne? Genau. Gucken, was wir alle schon geschafft haben. Wahnsinn. Ja, dann machen wir jetzt mit der wahren Sicht weiter. Aber da können wir doch irgendwie hinreisen, oder nicht? Nee, können wir nicht. Doch, können wir doch. Mal hier hingehen. Achso, ich kann ja nur von Lager zu Lager reisen, verstehe. Waren wir bei 22% oder so, naja, haben wir ja wenigstens ein bisschen was geschafft. Guck mal, was hier alles blinkt, hysterisch blinkt. Krypta-Eingang. Finde ich auch nicht so schlecht. Lebensversteck. Mission verfügbar. Gehen wir zu dem. Nein, 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 nein. Moment. Nein, stopp. Ich muss aufhören, immer alles gleichzeitig zu machen. Wir machen jetzt hier mit Baba Yaga weiter. Ich nehme das wieder weg. Zack. So. Schluss jetzt. Wir gehen jetzt zu Baba Yaga. Ne? Genau. Damit wir das beenden können. Alles klar, dann speichere ich hier und hole euch gleich wieder ab. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.